Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Drei Fragezeichen Orakel am 19. Januar 2020. Erste Frage ist, was denkt er? Und das schauen wir auch an. Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Dazu kommt eine Tagesbotschaft. Die erste Frage war, was denkt er? Die Zahl 4 bedeutet sein Grundbedürfnis, was ihm auch bewusst ist, weil er macht da Gedanken nach Sicherheit, Stabilität und Struktur. Nicht nur finanziell oder beruflich, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft. Er wird das nicht offen sagen, sondern er hofft zum eine Begegnung. Euren Wegen kreuzen sie sich. Das zeigt auch hier diesem Kreuz. Schicksalswegen kreuzen sie sich. Da hat er einen Plan und er wird so tun, wenn das Zufall wäre. Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Nicht besonders gut. Etwas hält ihn gefangen. Entweder ist er verheiratet und er will das beenden, weil er sich da gefangen fühlt, oder er ist unzufrieden im Arbeitsplatz und das hält ihn gefangen. Er hat aber Ängste, das zu verändern. Und das zeigt die Zahl 9, das heißt, er stoßt an seinen eigenen Grenzen. Möglich ist auch, dass jemand ihm Grenzen aufzeigt und er kann sich nicht wehren und er ist unsicher und genau das hält ihn gefangen. Was vermittelt er? Das zeigt hier die Königin. Und diese Königin beherrscht die Feuerelement und ihr seid diese Königin. Und ihr sollt auch diese stolze königliche Haltung haben. Die Feuerelement bedeutet Mut und Kraft. Und das, was er braucht, entweder fragt nach eurem Rat oder er sucht die Nähe, weil er verspürt diese Kraft, aber auch die Begeisterung und Leidenschaft. Und diese Verbindung ist schicksalhaft, wie ich schon sagte, euren Schicksalswegen kreuzen sie sich wieder. Und das war meine drei Fragezeichen-Orakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.